So, hallo Leute. Erstmal vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ne? Und genau, ich habe ja gestern gesagt, dass ich heute mal meine persönliche Meinung zur Beta von Diablo 4 abgeben möchte. Also es ist, wie gesagt, nichts Schlimmes, weil letztes und vorletztes Wochenende war ja einmal die geschlossene Beta und die offene Beta. Ich habe beide mitgemacht, weil ich es auch im Vorverkauf erworben habe, das Spiel. Genau. Einmal kurz den Werdegang. Also ich spiele schon von Anfang an Diablo, also ich kenne schon den ersten Teil, der in den 90ern rauskam. Da ging ich sogar noch zur Schule. Genau, das hat man gesuchtet. Dann kam ja damals Diablo 2 raus danach. Weiß aber auch um Meilenstein in diesem Hack-and-Slay-Genre war, was man auch gesuchtet hat. Ne? Das war auch der einzige Teil, den ich tatsächlich nur ohne Hardcore-Modus gespielt habe. Den habe ich nur im Hardcore-Modus gespielt, ja. Krass. Ja, das Gute an Diablo 2 war ja damals auch, dass man auch mehrere Keys auf Schlacht nutzen konnte. Du konntest das Spiel ja öfters starten, ne? Was ja auch ein Vorteil für diesen Bobab und sowas gab. Ne? Genau. Und dann kam ja Diablo 3, was auch lange gedauert hat, bis es, ich sag mal, richtig ausgereift war. Ne? Jetzt die aktuelle Season ist meiner Meinung nach mit einer der besten Seasons. Habe ich auch schon gesuchtet. Dazu zeige ich euch dann nachher auch noch kurz was. Und genau, jetzt hat man 11 Jahre gewartet, gute 11 Jahre, jetzt kommt endlich Diablo 4. Ne? Alle haben sich drauf gefreut oder freuen sich drauf, ich selber natürlich auch. Und wie gesagt, jetzt vorletztes Wochenende und letzte Woche konnte man die Beta spielen. Ich habe beide Wochenenden gespielt, das erste Wochenende habe ich eine Sorg, eine Magierin gespielt, eine Zauberin, beziehungsweise Zauberer. Und jetzt letzte Woche habe ich einen Necro gespielt, also einen Totenschwörer. So, ich muss dazu sagen, ja, viele beschweren sich ja mal wegen den Wartezeiten und. Wer Blizzard kennt, ne? Wer Blizzard schon ein paar Jahre verfolgt, der weiß das auch, da braucht man eigentlich, klar, meckern kann man immer, aber letztendlich hat man sich dran gewöhnt, ne? Von daher, was halt nervig war, war beim ersten Wochenende, klar, die Warteschlange, aber das ist im Spiel, also jedenfalls am Freitag noch, öfters abstürzen kann und dann war man wieder in der Warteschlange. Ne? Das war natürlich ein bisschen nervig. Aber Samstag und Sonntag war dann alles schick, ne? Da war noch die Warteschlange weg. Und gab es auch einen kleinen Trick mit den Warteschlangen, weil immer wenn du dich einloggst, kamst du auf verschiedenen Servern. Ne? Und dann ging das von bis. Ne? Das längste waren 90 Minuten, aber wir hatten auch Glück und hatten tatsächlich auch Server, da haben wir nur 10 Minuten gewartet. Ne? Dass wenn du wieder aufs Spiel rausgegangen bist, wieder reingegangen bist, dass wenn du alles dann eingeloggt bist. Ja, auf jeden Fall, ich persönlich finde das Spiel echt gut. Klar, es ist eine Beta, kann man noch nicht so viel dazu sagen. Was ja auch verständlich ist, ne? Du kannst nur bis Level 25 leveln. Im Endgame ist nachher 100 Max, also 50 normal. 50 Paragon macht 100. Soll man laut Blizzard um die 180 Stunden brauchen. Ich denke mal, das wird nur am Anfang so sein. Ne? Nachher, wenn man die ganzen Spots kennt zum Leveln, dann wird das auch schneller gehen. Was ich auch gut finde, das haben wir auch schon herausgefunden. Mein Kumpel hatte das noch nicht vorbestellt und am Samstag hat er sich das dann tatsächlich gekauft, damit er die Beta noch mitmachen konnte, dass man die Leute nicht wirklich ziehen kann. Ne? Also bei Diablo 3 kennt man das ja, ja, fängst einen neuen Charakter an, machst fix qual 6 Nephalem-Portale, die normalen, bam, 10 Minuten ist er auf Level 70. So, das geht hier nicht. Das haben wir nämlich getestet, weil wenn du in irgendeinem Gebiet bist und du bist jetzt meinetwegen Level 25, dann werden die Mobs für dich selber als Level 25 Mobs eingestuft. Aber wenn jetzt einer ist, der Stufe 1, 2, 3, wie auch immer er ist, dann wird bei ihm angezeigt, dass die nur das Level haben. Ne? Und dementsprechend kriegen die auch nur Erfahrung. Es ist nicht so bam, bam, bam. Sondern, ja, das ist ein ganz normal Level. Der einzige Vorteil ist halt, wenn du in Gruppe spielst, dass du halt pro Gruppenmitglied 5% mehr Erfahrung bekommst. Und ein Kumpel von mir hatte auch noch irgendwas gelesen, dass wenn auch andere Spieler in der Nähe sind, die nicht zur Gruppe gehören, dass man da auch noch irgendwie 2 oder 3% zusätzlich bekommt. Also das ist irgendwie der einzige Bonus, den man zum Leveln kriegen könnte, ne? wenn man jemanden, ich sag mal in Anführungsstrichen, ziehen möchte. Aber ich glaube mal, das wird sich im Laufe der Zeit auch ändern. Ne? Dass wenn man jetzt zum Beispiel eine Season spielt und in Gruppe spielt und dann fängt einer meinetwegen 2-3 Wochen später an und der unbedingt mitmachen möchte, dass man den auch irgendwie schneller hochbekommt. Aber es wird die Zeit zeigen. Dann, was ich
nicht so gut fand, ist, kann sein, dass sie es schon gefixt haben und später so hoffentlich zur Vollversion auch fixen, dass wenn du eine Gruppe gespielt hast und Questen erledigt hast, dass irgendwie nur der Hauptaufgabengeber irgendwie die Quest erhalten hat, weil wenn, also das hatten wir so mitgekriegt, wenn man dann alleine gespielt hat, hatten wir die Quest gar nicht. Vielleicht war es ein Bug oder wir haben irgendwas falsch gemacht, aber es war schon komisch. Aber ansonsten, cooles Spiel. Ne? Klar, Vorstellung kann man sich das nicht meckern. Kleiner Kritikpunkt ist noch, was man so auch nicht kennt, ne, von den Diablo-Teilen, die langen Ladezeiten, wenn du irgendwo hingehst oder in den Dungeon gehst oder. Also im Dungeon hat man das gemerkt, ne, dass die Ladezeit, obwohl das Spiel auf einer SSD M2 drauf ist, doch ein bisschen gebraucht hat. Ne? Also das kannte man von Diablo 2 oder 3 gar nicht. Ne? Das fand ich zum Beispiel gut bei Diablo 3. Du bist reingegangen, bam, fertig. Da gab es ja nicht wirklich Ladezeiten. Ne? Bei Diablo 2 und bei Diablo 2 Remastered, was ja auch viele kritisiert haben, wodurch ich bei Remastered auch schon gestorben bin, ist, wenn du jetzt irgendwo reingegangen bist, dass der Charakter schon drin stand, obwohl der Bildschirm noch geladen hat. Ne? Das war ja am Anfang extrem schlimm. Ansonsten, ich habe euch ja hier mal die Karte gezeigt, weil Blizzard die Karte veröffentlicht hat. Das hier ist nur das Terrain von der Beta gewesen. Und da hat man schon extrem viel machen können. Ne? Und das alles gehört noch zur Vollversion dazu. Also, mein lieber Scholli. Ne? So WoW-like, ne? Von der Größe her. Da wird man ordentlich was zu tun haben. Finde ich auch gut so. Weil, ja, weil man schon Geld für ein Spiel ausgeben möchte, man ja auch ordentlich was zu tun haben. Ne? Und bei dem Spiel glaube ich schon, dass da ordentlich was zu tun ist, was auch lang Zeit Spaß haben wird. Ne? Dann kam ja hier noch eine Meldung raus wegen diesen Weltbossen, weil ja viele auch gemeckert haben, wegen, dass es da Zeiten gab, feste Zeiten. Ne? Erst wurde gesagt 17 und 19 Uhr, das wurde dann nach hinten verschoben für eine Stunde, aber vorletzte Woche auch gewartet und gedacht, oh, wollen die uns verarschen? Und dann kam ja die Meldung, dass das alles um eine Stunde dahin verschoben wurde. Da haben wir auch ein bisschen in Anführungsstrichen gekotzt. Aber naja, letztendlich haben wir das dann ja doch hinbekommen. Den ersten Boss haben wir nicht geschafft. Tag darauf haben wir es dann nochmal versucht. Da haben wir es geschafft. Und letzte Woche, ne, da ging es auch komischerweise einfacher. Na gut, der Necro soll ja sowieso extrem stark sein. Ne? Aber der hat auch mir persönlich mehr Spaß gemacht als die Sorg. Na gut. In allen Diablo-Teilen war es ja bisher eigentlich immer so, dass die Sorg erst im Late Game so ausgelevelt war, extrem stark wurde oder sehr stark wurde. Ne? Der Necro war ja gleich von Anfang an stark, so kann man das sehen. Ne? Genau. Was ich auch komisch fand, oder wir allgemein, oder vielleicht ist es auch ein Denkfehler von uns gewesen, dass wenn du im Dungeon bist oder irgendwo unterwegs bist und dich teleportieren wolltest, dass du immer wieder zur Hauptstadt teleportiert wurdest. Du konntest dich nicht irgendwie direkt zum anderen Wegpunkt portieren. Entweder ist es ein Denkfehler von uns gewesen oder es ist so. Wenn es wirklich so ist, dann, ja, dann wird Blizzard das natürlich auch noch fixen, ne? Weil das kann nicht sein, dass du immer dahin portiert wirst und dann von dort aus erst dahin mit dem Wegpunkt gehen kannst, wie du willst. Ne? Also, aber ansonsten. Und genau wegen den Ladezeiten, das ist natürlich ein bisschen nervig gewesen. Aber ich habe gelesen, gestern Abend, dass, Moment, dass wahrscheinlich eine Engine kommen soll. Das nennt sich, genau, Direct Storage Support. Das wurde für ein anderes Spiel schon genutzt. Hintergrund der Geschichte ist, wenn die das wirklich einbauen, also es ist erstmal nur ein Gerücht, aber wenn die das wirklich einbauen sollen, die Ladezeiten bei einem Spiel extrem beschleunigt werden. Was bei dem Spiel auf jeden Fall ratsam wäre, gehe ich mal von aus. Weil, wie gesagt, wegen den Ladezeiten und wenn sie diese Technologie in das Spiel mit einbauen, wäre auf jeden Fall ein mega, mega Schritt nach vorne. Da würde es auf jeden Fall auch viel mehr Spaß machen. Dann muss ich noch kritisieren, dass wenn du in Viererparty gespielt hast, ne, dass das Spiel auch extrem geleckt hat. Also jetzt nicht nur bei mir oder so, weil ich habe eine sehr gute Internetleitung, so, und einen guten Rechner, sondern auch bei den anderen, dass es extrem in Gruppe komischerweise
mega geleckt hat. Alleine war es okay, aber in Gruppe, das war schon komisch. Ne? Aber ansonsten, was die Questen angeht, was die Grafik angeht, Grafik mega. Ne? Also gegenüber Diablo 3, da wurde aber viel kritisiert bei Diablo 3, dass es so eine Comic-Grafik ist. Ne? Dass viele wieder den Stil von Diablo 2 haben wollten. Das haben sie gut hingekriegt, sehr gut hingekriegt, finde ich. Und auch vom Stand her gut hingekriegt. Die Charaktermechaniken, was ich jetzt von den beiden Charakteren so mitgekriegt habe, waren auf jeden Fall sehr gut. Kann man natürlich auch ein bisschen machen, aber bis zur Vollversion ist ja auch ein Stück. Ne? Meine Kumpels, die hatten auch den Barbaren getestet und den Jäger getestet. Brühe wurde jetzt von uns gar nicht getestet, aber da habe ich auch gelesen, dass der extrem schwach gewesen sein soll. Und der Bab hat sogar noch einen Buff fürs letzte Woche bekommen, das habe ich auch noch gelesen. Genau. Und ja, aber wie gesagt, im Großen und Ganzen kann man nicht meckern. Das ist eine Beta. Dafür ist sie gedacht gewesen zum Testen, um Blizzard auch Feedback zu geben und ich denke mal, die werden sich dieses Feedback auch zu Herzen nehmen. Ich habe auch gelesen, dass sie schon, was den Loot angeht und allgemein, dass sie da Anpassungen vornehmen. Das habe ich vorhin noch gelesen. Und ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich bin voller Vorfreude. Ich werde es auf jeden Fall suchten. Und da wird es dann auf jeden Fall auch ordentlich Content geben. Das definitiv. Weil ich habe immer gesagt, wenn du einsteigen musst, dann wenn Diablo 4 kommt. Das auf jeden Fall. Da freue ich mich schon drauf. Aber die Karte, die ist schon top. Ne? Storytechnisch muss man halt sehen. In der Beta konntest du ja nicht so viel sehen. Das ja auch nochmal ist. Ne? Ist ja klar. Aber hier die was auch gut ist, dass man, siehst du, da war noch ein Bug, weil komischerweise, du konntest ja die Storylines, entweder wenn du mit linker Maustaste oder mit Escape gedrückt hältst, konntest du ja überspringen. Ne? Manchmal ging das tatsächlich nicht, ne? Dann konntest du die gleiche Quest, die du meinetwegen davor gemacht hast, nicht mehr überspringen. Du musst die Sequenz echt bis zum Schluss reinziehen, auf gut Deutsch. Ne? Also, Minibug, kann man alles beheben. Ne? Und was man alles gelesen hat in den Foren, also überwiegend kam das Spiel sowieso positiv raus, rüber und wurde positiv angenommen, von mir persönlich natürlich auch. Aber was man so in manchen Foren gelesen hat, hier das Spiel ist tot und hast du nicht gesehen, total böse. Da wurde eine vereinzelte Meinung, was die Leute denken. Ne? Jeder hat ja seine persönliche Meinung. Der eine sagt, das Spiel ist mega scheiße, der andere sagt, ich weiß noch nicht. Andere sagen, oh, mega geiles Spiel. Ne? Also, ich gehöre eher zu den Leuten, die sagen, mega geiles Spiel. Ne? Auf jeden Fall. Und man wird sehen, wie das Ganze funktioniert. Was man mal gucken muss, ist, wenn die Seasons nachher anfangen, wie das alles so funktioniert. Aber wie gesagt, die Welt ist ja mega, wie das so aussieht, wenn man dann wirklich alles sammeln will. Ne? Mit den ganzen Lilith-Schreien zum Beispiel, die suchen und. Also, da müssen sie natürlich auch ein bisschen was machen. Aber wie gesagt, Diablo 3 war auch nicht gleich von heute auf morgen fertig. Ne? Das hat auch Monate, wenn nicht sogar Jahre gedauert, bis es mal vernünftig war. Ne? Ich weiß noch, am Anfang, da war ja, wo das AHA, also das Aktionshaus noch war, da war ja die Dropchance auch mega selten. Dass du den ganzen Tag gespielt hast, dich gefreut, wenn du 1, 2, 3 Ledges gedroppt hast. Ne? Und dann waren es auch nicht mal gute Ledges. Das einzige Item, worauf ich damals stolz war, bei Diablo 3 war eine Waffe, ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie sie hieß. Die hätte sogar Wert gehabt im AHA, aber weil es halt eine mega geile Waffe war und man ja auch selber vorankommen will, habe ich diese Waffe selber behalten. Ne? Jo, ansonsten hat man ja hier noch also hier vor Fansites, hat man ja für jeden Charakter auch noch sehr gute Beschreibungen. Ne? Hier hat man die Zauberin, beziehungsweise den Zauberer, da kann man alles Mögliche sehen, auch ein paar Texte von anderen Leuten und. Ne, oder Skills. Da muss man halt gucken, wie es nachher ist, wie man den skillt. Also bei der Sorg habe ich tatsächlich im Mittel nachgeguckt, weil da wollte ich mich nicht selber beschäftigen, aber der Bild war scheiße, auf gut Deutsch. Ja, beim Totenbeschwörer, den habe ich selber geskillt, da habe ich nicht im Mittel nachgeguckt. Und funktioniert, habe ich hier mit Leichenexplosion gespielt und ja, mit Skelett natürlich Standard anscheinend. Und ja, gucken,
was da nachher so schön ist, auch noch in der Vollversion liefern. Ob sie ja auch den. Ja, genau, als Fluch habe ich auch Altern genommen. Was man auch noch von Diablo 2 kennt. Ja, muss man mal gucken. Aber die Seite ist auf jeden Fall ganz gut. Ne? Ist ja auch von großen Streamern die Seite hier, wie Jesse Rooks. Den kennt man ja eigentlich auch, wenn man Diablo spielt. Ist ja der größte deutschsprachige Streamer, glaube ich. Der alte Ösi. Genau. Da kann man sich auf jeden Fall gerne belesen. Ne? Leider kann ich euch meine Charaktere nicht zeigen, weil man das für die Beta nicht zeigen konnte. Aber für Diablo 3 läuft das. Also wer das nicht kennt, ne, geht man hier auf Profil anzeigen und dann, ich kann es auch mal schnell machen. Geht mal auf Profil anzeigen und dann, wenn er dann fertig ist, mit Laden. Da denn jetzt? Vorführeffekt. Geht man hier auf den Pfeil und dann wird der Charakter geladen, ne? Der hier geladen ist. Da ist er. Genau. Ja, aktuelle Season habe ich natürlich einen Zauberer genommen. Soll ja wohl die stärkste Klasse sein. Ja. Läuft. Das geht leider für die Beta nicht. Also man kann die Charaktere da nicht zeigen. Ich denke mal, nachher in der Vollversion kann man da solche Charaktere auch auf dieser Seite sehen. Ne? Von daher, genau. Also wie gesagt, mein persönliches Fazit. Sehr gutes Spiel. Ich freue mich drauf, wenn es rauskommt am 6.06.2023. Dadurch, dass man es vorbestellt hat, hat man es ja schon 4 Tage früher, also am 2.06. Und dann geht los. Dann wird gesuchtet. Ne? Und dann schauen wir mal, wie sich das Spiel entwickelt. Aber ich bin froh. Ui. Das wäre es einfach erstmal. Wenn euch das Video gefallen hat oder allgemein Support, freut man sich ja natürlich als Streamer. Immer gerne, dann lasst ein Abo da oder ein Like oder beides und dann schauen wir mal. Genau, morgen kommt schon das nächste Video, weil ja, lasst euch einfach mal überraschen. Wir werden sehen. Alles klar. Guti, dann bis morgen. Euer MC Vader TV.